Empi. Details, Kata Empi, also der Flug der Schwalbe. Die erste Bewegung ist das Kamae. Wenn die Fäuste aufeinander gelegt werden hier, das erste Fingerglied wird von der Faust abgedeckt. Also nicht mitten in der Hand, sondern nach dem ersten Fingerglied. Startet so. Erste Bewegung heißt Hisa Dachi. Hisa ist Knie. Ja. Ihr geht zur Seite, Ferse hoch und das Knie ist einen Zentimeter über dem Boden, also nicht absitzen, und das Knie schließt mit der Ferse ab. Die Abwehr ist ganz leicht, neben dem Körper und den Maigiri abzuwehren, und der Blick ist schräg 45 Grad, also leichte Bewegung nach unten. Mari, ich zeige es nochmal an. Nächste Bewegung, Ausholbewegung, auf einer Linie aber. Runtergehen, Hüfte wegdrehen und beim Rübersetzen auf einer Linie Fuß und Hüfte. Bei der zweiten Möglichkeit, nach dem Start den Fuß wegsetzen. Wenn ihr zu weit wegsetzt, also wenn der Fuß zu weit vorne ist, dann den hinteren Fuß ransetzen, schulterbreit. Wenn ihr einen normalen Geht am Bein Senkutsu macht, also schulterbreit, dann müsst ihr den hinteren Fuß zurückziehen. Ja? Die Originalbewegung ist allerdings auf einer Linie. Nächster Teil ist Geht am Bein und Agitsuki. Beim Geht am Bein das Gewicht verlagern auf den rechten Fuß, gleichzeitig ausholen, vor und die Hüfte weg. Agitsuki ist Kyakutsuki und zum Schluss die Hüfte nach vorne, nicht nach außen. Ja, Kyakuhami. Das ist Agitsuki. Diese Auswärtsbewegung wird automatisch durch die Hüfte geleitet. Ja, zeig nochmal. Der nächste Teil, den zeige ich von der Seite. Hisageri. Hisageri, denkt an die Startbewegung von Basetai. Vom vorderen Fuß Druck zum Boden, um die Energie auszulösen nach vorne. Und Higite. Gleichzeitig die Hand öffnen und Gehirn zu gestark. Jetzt auf einer Linie. Ushiro Hidambarai. Eine Linie. Und jetzt den vorderen Fuß leicht zurück und zur Seite und die Hüfte. Ja. Zeig nochmal nach vorne. Nach dem Gehirn. Nach dem Gedankenbereich, der Oberkörper ist leicht weggedreht, der Kopf ist ganz nach hinten, also nicht seitlich schauen, sondern über die Schulter. Und jetzt den vorderen Fuß, eine Fußlänge, zurück und zur Seite und die Hüfte weg. Zeigt die ganze Bewegung nochmal von der Seite. Bei der nächsten Bewegung denken wir an den Ashibarai vom Gegner. Ich ziehe den Fuß zurück und gleichzeitig die Hand nach innen bis hier
Und jetzt in einer Zeit hoch. 45 Grad, die Handfläche nach innen, 45 Grad. Und jetzt beim Empty-Uke, der linke Fuß bleibt am Boden, den Oberkörper wird entgegengesetzt. Ich gedreht. Jetzt habe ich die Kraft nach vorne, gleichzeitig der Trick nach vorne. Jetzt rechtzeitig aus und wenn der Fuß am Boden ist, ist der Arm schon vorne. Absetze und renn zu gehen. Zeige es noch einmal. Bei der ersten Bewegung den Fuß ranziehen, ist Atmung zu dir. Ja! Jetzt kommt der Wechselschritt, Kiri Gesh. Ja? Den vorderen Fuß aktiv zurückziehen mit Atmung. Jitsch und gleichzeitig Arm mitnehmen, ausholen und schnell nach vorne. Und Schüttelke. Ich zeige es nochmal. In einer Zeit ist die Atmung ganz entscheidend. Mit Energie ranziehen, scharf nach vorne und Schüttelke. Ja. Letzte nochmal. Also diese Bewegung muss langsam schnell sein. Ja? Dann habe ich das richtige Tempo, um den Gegner abzuwehren. Das darf nicht so ausschauen. Vielleicht nochmal, letzte. Okay. Wir kommen zum Teshu-Uki. Teshu ist die Handwurzel. Machen geht einmal rein. Als erstes ohne Ausholbewegung. Energie vom Zentrum ansammeln, Ellbogen nach hinten, Achselhöhe anspannen und in einer Zeit nach oben, aber zügig starten. Nochmal, nur die einzelne Technik. Spannung im Zentrum, jetzt. Vorderer Fuß muss harmonieren mit den Armbewegungen, also gleichzeitig. Ran und vor. Nochmal. Also ganze Bewegung. Das nächste ist der Schritt vorwärts. In dem Augenblick, wo der Fuß die Mittellinie überschreitet, drehen sich die Hände. Und der Teshu wird nach unten gedrückt in Richtung Gürtelhöhe. Die andere Hand ist in etwa schulterhoch. Finger ganz stark einrollen und nicht nach außen, ganz entscheidend, und nicht zu weit nach vorne, mehr nach unten, 45 Grad. So, die nächste Bewegung gibt es in zwei Variationen. Einmal die Originalform. Der vordere Fuß bleibt auf der Linie. Die Ausholbewegung vom Gedanbarei. Yoriash vorwärts, Kokutsudachi. Zweite Bewegung, nach vorne rutschen, der vordere Fuß bleibt auf der Linie und der hintere Fuß wechselt in Sojin-Dachi. Koku-Uki ist hier oben am Hals, Tigermaru, und hier zwischen die Beine fassen. Also der Unterarm ist leicht schräg nach unten und der andere Arm vor der Stirn und auf einer Linie. Nochmal. Zweite Variation, das ist die Variation von Sensei Shirai. Der Gedanbarei bleibt. Aber jetzt in Kibadachi weiterrutschen und seitlich fassen. Die nächste Bewegung ist der Sprung. Ich zeige das im Sitzen, denn man muss verstehen, wie man die Arme und die Beine halten soll. Also wenn ihr euch normal hersetzt, im Sprung. Arme und Füße überkreuzen. Rechter Fuß ist oben drauf, rechter Arm ist innen. Genauso wie die Füße. Ja. Und dann beim Aufsetzen beide Füße gleichzeitig. Das wäre die Grundbewegung. So, von hier, ich zeige seitlich. Die Grundbewegung, auch bevor ich springe, ist den hinteren Fuß nach vorne, wegspringen, in der Luft die Arme überkreuzen und dann drehen. Ich zeige die ganze Bewegung von hier. Wenn es möglich ist, auf den Fußballen landen und nicht zu fest auf der ganzen Sohle,
Ja, denn sonst gibt es Verletzungen im Sprunggelenk und im Knie, also weich aufsetzen. Und wenn es möglich ist, beide Füße gleichzeitig anheben. Ja, probier es noch einmal. Beide Füße auch gleich hochziehen. Machen wir mit der Endbewegung. Ja! Mukai Kata Empi, der erste Teil von der Startbewegung. Hisadachi Kamai, Gidanbarai und Kagetsuki. Wir zeigen es von der Seite, ist besser zu sehen. In der Kata steht man seitlich, in der Bunkai steht man Empi Kamai, also einen Schritt weiter vorne. Erster Angriff ist gegen Maigeri. Wegblocken, Kyabutsuki kommt. Einmal langsam in einer Zeit. Somit schalte ich auch den rechten Arm aus. Nummer 2. Maigeri rechts und Chutsuki. Nochmal. Nach der Abwehr. Soto okay, ich übernehme gleich die Technik im Gidanbarai. Nummer 3. Maigeri. Kyabutsuki geblockt, wir haben Kyabutsuki wird geblockt. Anwesend geht einmal rein, Kagetsuki. Als letzte Variation für die Startbewegung. Oizuki. Hier ins Knie. Also deswegen auch unten eine Möglichkeit. In der Kante ist der Arm hier, hier ist hier der Arm oben. Ja, je nach Anwendung. Nächste Bunkai-Teil. Gidanbarai. Agetsuki. Hisagen Gidanzuki. Und Ushiro Gidanbarai. Variation Nummer 1. Angriff ist immer Maigeri. Einmal gegen Oizuki. Fassen. Knie. Gidanzuki wird gefasst und weg. Nummer 1. Nummer 2, Maigeri Kyabutsuki. Oder die dritte Variation. Nochmal langsam die letzte. Nächste Bunkai. Ja! Zwei. Die Bewegung ist jetzt also das Ranziehen. Ist entweder ein Ausweichen oder ein direkter Konter mit Uchimawashi-Giri. Beim nächsten Teil geht Gidanbarai Agetsuki und Jutoke, dann der Wechselschritt mit Kyabutsuki und Jutoke.
Letzter Teil. Zweite Variation. Erster Teil bleibt gleich. Aber jetzt fasse ich hier, drehe den Kopf nach oben. Und jetzt kann ich springen und den Sprung kann man. Den Sprung zeige ich jetzt natürlich nicht.